Mutige Seelen und leidenschaftliche Künstler. Willkommen zum Königlichen Treffpunkt, dem Royal TS Foto Podcast. Hier geht es nicht nur um Blenden und Belichtung, sondern um das Ganze drumherum in meiner Fotografie. Erwartet mit Spannung inspirierende Gäste, die eure Kreativität entfachen werden. Ich spreche über meine persönliche Herangehensweise, die Motivation hinter meiner Linse und die lebendige Geschichte meiner fotografischen Reise. Bleibt gespannt und taucht ein in die Welt des visuellen Erzählens. Denn jetzt, mit geballter Energie und Begeisterung, verkünde ich, hier kommt euer Sprecher, Tom Stöven. Hallo und herzlich willkommen zu Royal TS, deinem Fotopodcast. Nach zwei Freitagen wieder eine Folge am Start. Fühlt sich an wie Neustart, ist aber keiner. Da ist mit einem großartigen Gast, und zwar der Franziska Walter, hier weitergeht. Ja, wir haben eine wundervolle Folge aufgenommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Einiges für mich mitgenommen und ich hoffe, ihr könnt euch auch was daraus ziehen. Bevor wir aber gleich zu dem Interview kommen, Interview ist es nicht, zu dem schönen Gespräch kommen. Kurz einmal noch was zum Learn and Give. Das Learn and Give, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ist eine großartige Veranstaltung. Wir sind vier Veranstalter und zu viert stellen wir vier große Fotografen vor, die in Deutschland schon Rang und Namen haben. Anatol Kotte, Tom Klein, Sarah Rauch und Bob Sala. Könnt ihr mal gerne schauen, was die so auf Instagram oder auf Google so, also wenn man da bei Google guckt, was die so treiben. Ihr werdet staunen. Und die haben wir hier rangekriegt zum Vortrag halten. Um daran teilzunehmen, müsst ihr nur ein Ticket kaufen. 33 Euro und hier nach Detmold kommen zum Hermannsdenkmal. Da hat Infinity Events uns einen großartigen Raum zur Verfügung gestellt. Und da werden diese vier gnadenlos guten Fotografen über ihr Schaffen sprechen. Und ja, es wird ein spannender Tag. Kommt vorbei. Das Geld, was dort für die Tickets eingenommen wird und auch vor Ort für also an Spenden noch erreicht wird, geht zum Riesenteil an eine Organisation hier in OWL, also Ostwestfalen-Lippe, für die, die nicht hierher kommen, die sich oder die mit Kindern arbeiten. Ne? Da, dem wird das Geld zur Verfügung gestellt. Wir haben uns überlegt, für den Freitag, das habe ich schon einmal gesagt, aber hey, man kann es nicht oft genug sagen, für den Freitag was überlegen. Es kommen ein paar Leute von weiter weg und ich freue mich auf jeden Einzelnen, der hier am Samstag zwischen 11 und 12 auf der Matte steht. Um 12 Uhr geht's los. Samstag 12 Uhr, 16.11. fängt der erste Vortrag an. Um 11 Uhr sind die Türen geöffnet und ich freue mich auf jeden Einzelnen, der da sein wird, der ja nicht nur für die Speaker kommt, sondern auch um, was weiß ich, den einen oder anderen Fotografen kennenzulernen. Also das ist einfach eine ganz tolle Aktion, die zum Erweitern des Netzwerks, sagen wir es mal jetzt mal, um es auf den Punkt zu bringen. Und Freitag werden wir schon mal was zusammen futtern und einen wahrscheinlich kleinen Fotowalk oder einen kleinen Workshop auf die Beine stellen. Aber das ist, das müssen wir abschätzen. Das machen wir zwei Wochen vorher, um zu gucken, wie viele überhaupt kommen. Ne? Am Freitag. So, das dazu, das Swan Magazine wird da sein und wird dort Ausgaben verkaufen für den guten Zweck. Das Besondere an den Ausgaben wird sein, dass drei Swan-Künstler, das ist der Anatol Kotte, der Robin Disselkamp und meine Wenigkeit, die werden auch dort sein und wenn ihr das möchtet, dann können die Ausgaben auch signiert werden. Auch da gehen die Einnahmen natürlich an den guten Zweck. Und natürlich Foto Görlitz ist mit am Start, da sind wir auch sehr dankbar drum. Da könnt ihr dann mal Leica-Kameras ausprobieren und ja, in die Hand nehmen, vielleicht auch noch den einen oder anderen Filter kaufen, wenn er es mit hat. Das wird sich aber auch noch herausstellen, wie viel er dann da hat. Also es sind super, eine super Veranstaltung rund um die Fotografie und vor allen Dingen freue ich mich auf die Hauptspeaker. Das wird gnadenlos gut. Es sind noch Tickets da. Schaut mal rauf aufs Learn and Give
und auf die Homepage oder auf den Instagram-Kanal. Da könnt ihr dann den Link anklicken zu Eventbrite und da könnt ihr dann die Tickets einfach fix kaufen, per PayPal zahlen, plopp, und dann ist das Ding erledigt, dann habt ihr das in der Tasche, dann müsst ihr hier nur noch vorbeikommen und die Zeit genießen. Das Ganze wird so zwischen 6, 7, vielleicht 8 Stunden, je nachdem, wie man das so macht. Das wird einen ganzen Tag dauern, bis abends. Und auch da abends können wir wieder irgendwas Schickes an den Start bringen. Ja, so dass ihr auch auf die 33,14 Euro komplett ausreizt. Ja, so, sehr gut. Also zuschlagen, falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich anschreiben, zum Beispiel Robin Dissekamp, Mike, Molkentin Grote oder Jörg Siemers. Wir sind die 4 Veranstalter. Fragt ruhig, wenn euch was aus der Seele brennt. Und dann schauen wir mal, ob wir das beantworten können. Da ich noch so ein bisschen angeschlagen bin und ich mich immer das Gefühl, ich möchte mich räuspern, werde ich jetzt mal gar nicht ganz so viel faseln, sondern euch gleich ins Gespräch überleiten mit der lieben Franziska Walter. Da wünsche ich euch viel Spaß beim Hören und ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen was aus der Folge ziehen, so wie ich es mir rausgezogen habe. Und zum Beispiel ein kleines Beispiel aus dieser Folge: sich Gedanken und Sachen, Inspirationen und so aufschreiben, direkt. Ich brauche ein schönes Notizbuch. Hey, auch da, wer eine schöne Empfehlung für ein schönes, kleines, handliches Notizbuch hat, gerne mal Meldung an mich. Das Gute ist, das Wichtige ist, es muss ein schönes Notizbuch sein, welches man gerne in die Hand nimmt. Als Beispiel, ich habe einen Kalender und ein Notizbuch von etwas größerer Art mit einem Ledereinband. Ich glaube, es ist Kunstleder und das ist dunkelbraun, das gefällt mir sehr gut. Das sieht schick aus, so, das nimmt man gerne in die Hand. Das ist wie ein guter Fotoapparat, ja, man nimmt das gerne in die Hand und nimmt ihn gerne mit. Und erst wenn das Spaß macht, das Mitnehmen und Anfassen, dann nutzt man es auch. Wenn man es nachher so einen billigen College-Blog scheißt, da brauche ich nichts reinschreiben, weil er mich zu sehr an Schule. Nein, Spaß beiseite. Ja, also falls ihr da ein schönes Notizbuch habt, eine Idee dafür, dann bitte. Also, auf geht's zum Gespräch mit Franziska und ich wünsche euch viel Spaß und dann ein super schönes Wochenende, viele schöne Momente und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Also Leute, haut rein, tschüss! Guck mal, Wecker klingelt. Wecker klingelt auch. Also es wird jetzt Zeit, sagst du, ja? Okay. Der Wecker klingelt, es wird Zeit, dass wir loslegen. Es wird Zeit, nee. Ich stell mir immer Erinnerungen, weil mittlerweile man so viele Dinge so hier zu Hause zu erledigen hat, an die man denken muss. Dann auf Arbeit, da gibt es Dinge zu erledigen. Dann, was weiß ich hier, noch recherchieren für den Podcast oder noch, wenn es so banale Sachen sind, wie einen Kumpel antworten per WhatsApp. Da muss ich mir mittlerweile schon eine Erinnerung stellen, also so ein Wecker, damit ich das nicht vergesse. Okay. Vielleicht liegt es auch am... Ja, vielleicht werde ich schon dement. Naja gut, das ist deine Art der Organisation, ja? Also da tickt ja auch jeder ein bisschen anders. Und wenn das deine Lösung dann dafür ist, ist ja wunderbar. Ja, das hat aber schon so ein bisschen das Gefühl von, ist ein bisschen viel, wenn man es sich nicht mehr selber merken kann. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist deine Bewertung dazu, ja? Also das ist ja, deine Definition und deine Bewertung, wie du funktionieren musst und wie für dich funktionieren auch aussieht. Und wenn das in deiner Definition heißt, du musst alles in deinem Kopf behalten, nur dann funktionierst du richtig, ist es ja deine Erwartungshaltung, die dich dann im Endeffekt in dem Zusammenhang ein bisschen runtersetzt, wenn du dann sagst, okay, jetzt bin ich, glaube ich, langsam alt oder jetzt funktioniere ich nicht mehr, weil jetzt muss ich mir einen Wecker stellen. Wenn du die Bewertung aber weglässt und deine Erwartung an dich selber, wie du zu funktionieren hast, dann kann man ja auch so drauf gucken und sagen, ey, ich habe eine geile Lösung für mich gefunden. Alle Viertelstunde klingelt der Wecker für mich, damit ich das halt nicht vergesse. Läuft, funktioniert, wunderbar, ich vergesse nichts mehr, fertig. Okay, das ist eine Sicht, die habe ich so noch gar nicht darauf gehabt. Wie kommt es, dass du das so gut... Oder wie kommt deine Sicht auf diese Dinge? Wir hatten ja schon geschrieben im Vorfeld und du bist immer sehr positiv. Und jetzt gerade auch mit der Sicht und der eigenen Sichtweise auf die Dinge, wertungsfrei, woher kommen diese Worte oder die Art der Worte? So dieses... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich versuche gerade zu überlegen. Was machst du eigentlich? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das, was ich jetzt mache, ich bin Trainerin für Charisma in Verbindung mit der Fotografie und eben
aus Leidenschaft Fotografin. Also das ist ganz kurz zusammengefasst von dem, was ich gerade mache. Genau, komm. Das ist wirklich sehr kurz zusammengefasst, wenn man mal so ein bisschen recherchiert. Moment, was hast du alles über mich herausgefunden? Ja, dass du zum Beispiel eine exzellente Fotografin bist. Das, aber das ist nicht schwer herauszufinden, wenn man einmal nur über deinen Instagram-Feed scrollt. Dankeschön. Dann, dass du Coachings gibst. Das hast du nämlich in deinen Highlights drin. Da steht es drin. Und wenn man da so ein bisschen zwischen den Zeilen liest und auch in dem auf deiner Website für das Buch Mirare, da gehen wir gleich auch noch drauf ein, dann kann man ja auch so einiges dazu lesen. Dann habe ich mich gefragt, okay, ist das jetzt beruflich? Ist das alles nur, weil das steht da halt, ich meine nicht. Ja, aber du scheinst es beruflich zu machen. Also mittlerweile mache ich es tatsächlich beruflich. Das war ein etwas anderer Weg vorher. Und ich habe ja gerade in unserem 90er-Call-Vorgespräch vorhin schon gesagt, dass ich ein paar Entscheidungen getroffen habe die letzten Jahre. Und das hat sich dann alles so dorthin kristallisiert, dass ich einfach irgendwann gesagt habe, so jetzt mache ich halt auch 100% das, worauf ich richtig Lust habe, was ich echt liebe und packe halt alles zusammen aus all den Erfahrungen, die ich halt davor im Berufsleben gesammelt habe und werfe die einfach in einen Topf und versuche sie irgendwie zu vermischen. Und das scheint auch zu funktionieren, wobei ich auch immer ganz, ganz viele Ideen noch habe. Und ich glaube, da kommt auch in nächster Zeit noch ein bisschen was. Also es öffnet sich immer mehr. Und das habe ich einfach gemerkt, dass wenn du anfängst, für dich Entscheidungen zu treffen, und das schaffst du nur, indem du dich gut reflektieren kannst, also Perspektiven einnehmen kannst, daher vielleicht auch die Worte, dann fängt es halt an zu fließen und dann öffnen sich auch Wege. Und ich liebe den Satz, der mir irgendwann mal reinkam, wenn du für dich Entscheidungen getroffen hast, dann legt sich der Weg unter die Füße. Und so fühlt sich das auch an. Also ich komme halt ganz, ganz ursprünglich, ich kann es ja mal ein bisschen ausholen, damit du so ein bisschen den Eindruck hast, damit es nicht ganz so kurz ist. Also wenn du möchtest. Ja, hol aus, bitte. Also ich komme ganz, ganz ursprünglich, bin ich nach der Schule damals, nach dem Abi, bin ich 12 Jahre zur Bundeswehr gegangen. Habe mich verpflichtet als Soldatin, genau, und habe dort eine Ausbildung gemacht in der Pflege, habe dann in der Pflege dort auch gearbeitet, im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz, ich glaube 8 Jahre insgesamt, und relativ schnell auch in leitender Position. Und für mich war dann irgendwann die Frage, okay, bleibe ich da oder nicht? Und es hat sich dann auch relativ schnell herauskristallisiert, dass ich schon immer so ein bisschen den Drang habe, mich weiterzuentwickeln und mir das der Arbeitgeber nicht so geben konnte, plus andere Gründe, Politik und Welt betreffend. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich? Und habe dann noch nebenbei angefangen zu studieren im Bereich des Pflegemanagements und bin dann nach der Bundeswehrzeit in einen Bildungsträger gewechselt und habe dort eine Weiterbildung für Führungskräfte konzipiert, diese dort auch geleitet und eben halt Führungspersonen ausgebildet im Gesundheitswesen. Genau. Das habe ich, ich glaube, 4 oder 5 Jahre gemacht, habe noch einen Master dann nebenbei noch gemacht in Bildungsmanagement und bin dann meine erste große Entscheidung getroffen, mal ins Nichts zu springen, weil ich gemerkt habe, irgendwie, also ich mache das mega, mega gern, aber eigentlich nur die Themen, die mir Freude bereiten und jeder, der so ein bisschen im Bildungswesen unterwegs ist oder in Fortbildungsbereichen, Weiterbildungsbereichen, weiß, wie herausfordernd es ist, Dozenten zu finden für Themen, die angeboten werden und so weiter. Und immer wieder ist man halt eingesprungen in Themenbereiche, die man ja durchs Studium und so weiter kennengelernt hat, als auch durch die eigene Erfahrung, aber so ganz gelebt, die Themenbereiche, das war so, oh, ich weiß nicht, ne? Man macht es dann irgendwie, aber nicht so mit Herz. Und mir hat halt schon immer das Thema Kommunikation extrem gut gefallen. Charisma war immer so mein Thema. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt hier für mich eine Entscheidung treffen und bin halt mal gesprungen, habe gekündigt. Und dann hat sich für mich eine Möglichkeit ergeben, ein selbstorganisiertes Team aufzubauen innerhalb einer Tagespflegeeinrichtung. Und da habe ich das allererste Mal festgestellt, was es bedeutet, wenn du bei dir oder dich mit dir selber beschäftigst, was das eine Auswirkung hat auf dein Tun, auf deine Einstellung, auf deine Ausstrahlung, auf dein Charisma.
und dass dann Führung plötzlich ganz anders funktioniert. Und die Erfahrung habe ich im Endeffekt für mich mitgenommen, dann zu sagen, okay, ich habe das aufgebaut, das ging super schnell, das ging anders als all das, was ich jemals davor bei den Führungspersonen ausgebildet habe. Und das war mir wichtig, so ein Stück weit in die Welt zu tragen. Genau, weswegen ich jetzt auch noch weiterhin Trainings gebe für einige Weiterbildungsinstitute oder auch Betriebe im Bereich des Themas Kommunikation, Charisma. Aber jetzt eigentlich hauptsächlich auch so an, ja, auch an Führungspersonen, aber eben halt auch eigentlich an jeden rantrete, der das Thema Charisma, Ausstrahlung und so weiter so ein bisschen mit bearbeiten will. Und der Ansatz ist halt, dass es nicht darum geht, irgendeine Technik zu erlernen und nicht darum geht, heraus oder zu trainieren, wie man stehen soll oder wie man seine Worte wählen soll und so weiter, sondern dass die Quintessenz eigentlich von ganz innen kommt. Also wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, wenn du weißt, was deine Intention hinter deiner Tätigkeit ist, dann strahlst du genau das auch aus und das ist auch sichtbar. Und sehr, sehr viele haben die Verbindung zu sich selbst verloren und wissen auch manchmal nicht, wo sie so ihre Antworten herbekommen. Und innerhalb dieses eigentlich Ein-Tages-Coachings, weil mehr mache ich das nicht mit den einzelnen Klienten, das ist innerhalb von einem Tag. Eigentlich nur ein paar Stunden zusammen, haben sie halt Raum, einfach mal sein zu können. Und da wende ich auch eine Methode an, wo ich ihnen helfe, quasi sich wieder mit sich selbst zu verbinden und sich selbst zu begegnen eigentlich und da die Antwort zu finden. Und das ist so abgefahren, was das für einen Einfluss auf die Ausstrahlung hat. Und das sieht man auf den Bildern. Also vorher entstehen Bilder, nachher entstehen Bilder und das sind andere Menschen. Und ich habe das selber nicht erstmal gar nicht so ernst genommen, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe das unterschätzt, was das für einen Einfluss hat, weil bei den Feedbacks, die dann kamen, Wochen, Monate später, hat sich allein durch diesen einen Tag so, so viel getan bei den Menschen, dass sie Entscheidungen treffen konnten, ohne dass wir über alle Themen geredet haben, aber irgendwas hat den Schalter umgelegt und die Bilder helfen am Ende dafür, dass sie sich erstens ein Stück weit, also dass sie das sehen, dass da was passiert und dass sie sich daran erinnern können. Dass sie immer wieder, das ist wie ein Anker, ja, wenn die Bilder raus sind, dann sagen, ah scheiße, okay, da war ja die Antwort. Ja, so. Also es ist schon, es ist schon richtig, richtig spannend. Es macht ultra viel Spaß und ich finde auch, dass es unabhängig davon, dass man damit beim anderen was auslöst im Thema der Ausstrahlung, hat es halt auch ganz, ganz viel mit Begegnungen zu tun. Und ich finde, das ist ein wesentlicher Teil in der Fotografie, gerade wenn du in der Porträtfotografie unterwegs bist, dann darf man lernen, den Menschen auch wieder richtig zu begegnen. Und die Menschen erinnern sich immer daran, was du bei denjenigen für ein Gefühl dagelassen hast. Nicht, was du gesagt hast, sondern das Gefühl, was dort entstanden ist. Und wenn du es schaffst, einen Raum zu schaffen, in dem die Menschen sich wohlfühlen, ist das der perfekte Raum für Bilder, also für authentische, ganz entspannte Bilder. Weil, das weißt du sicherlich auch, wenn Bilder geschossen werden, du hattest ein gutes Gefühl, dann verbindest du diese Bilder auch mit dem guten Gefühl. Also sie sind noch mal mehr ein Anker, nicht nur die auf Erinnerung, sondern das Bild halt auch mit dazu. Ja. Genau, jetzt habe ich mich irgendwie um Kopf und Kragen geredet. nein, alles, das ist perfekt. Okay. Aber ich hab ungefähr 2000 Fragen. Ich glaube, die Hälfte der Antworten kann ich schon erahnen, aber die Hörer noch nicht. Jetzt muss ich versuchen, gerade mal die Leute abzuholen. Denn ich hatte erst als ich dir gefolgt bin, hast du ja gesagt, du machst das Charisma-Training und das auch für, habe ich es richtig verstanden, für Firmen oder für geschäftliche Kunden? Auch, genau, aber auch private Kunden. Aber auch privat. Und dann floss irgendwann so das Wort Foto mit ein. Und ich war bei diesen Charisma-Training noch irgendwie, ich weiß nicht, kennst du bestimmt, du warst ja nun auch bei der Bundeswehr, ich war auch dort vor 8 Jahren. Ach ja. Und ja, da kennt man ja so diese irgendwie Trainings, gut, die waren ja jetzt nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte, aber diese Berater-Trainings, Coaches vielleicht, aber so kann man sich das, so habe ich mir das erstmal vorgestellt, so ein Behörden-Coaching, ja, so dass man jetzt da irgendwo in
oder eine Person dran tritt und dann dem erstmal irgendwie zeigt, anhand von einer PowerPoint, was ist zu tun, wie findet man sich. Also so richtig stumpf behördlicher eigentlich. Und jetzt sagst du, du machst da auch Fotos. So, und dann, aber das ist wahrscheinlich eher auf die Privatperson gemünzt. Und das zielt wahrscheinlich dann letztendlich auf dein Buch auch ab. Sind das die oder teilweise Ergebnisse von den Charisma-Trainings? Nein. Nein. Okay. Also witzigerweise glaube ich, dass also die Themen schon zueinander passen. Und ich würde eher sagen, dass mein Buch Mirare die Grundlage für alles war. Also Mirare war eigentlich so der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat. Erstens Sichtweisen zu verstehen auf Gesellschaft, Menschen, deren Herausforderungen, so mal ganz kurz, als auch zu verstehen, worauf es eigentlich ankommt und auch zu verstehen, was Bilder für denjenigen, der Bilder macht, eigentlich auch bedeuten, dass man viel mehr darin sieht, als eigentlich das Projekt, was man fotografiert, sondern dass es eigentlich auch ein Spiegel von einem selber ist. Ganz unterbewusst hält man Dinge fest, die man ja die Welt versteht oder was man gerade für Themen hat oder sie beschäftigt oder wie auch immer. Und ich würde eher sagen, dass das Mirare so der Stein war, der alles ins Rollen gebracht hat, das Thema, wo es angefangen hat. Und Mirare ist jetzt halt auch der Teil, der auch in diese, ich sage jetzt mal 1:1 Coachings mit der Fotografie mit reinkommt, aber nicht so plakativ wie in dem Buch dargestellt. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen geguckt hast, da können wir ja gleich drauf eingehen. Das Thema Selbstkonfrontation ist damit super gerne. Mit beinhaltet, sondern jetzt läuft das Ganze eben halt nicht so knüppelhart mit Nacktheit, sondern jetzt wird eigentlich das Thema, die Erfahrung aus dem Buch genommen und mental über eine Visualisierungsübung einfach umgesetzt. Und das funktioniert auch schon. Genau. Also war das Buch zuerst da? Das Buch war zuerst da, und ja. Dann hast du das Training darauf entwickelt? Genau. Ja, also ich habe quasi mit meinem eigenen Projekt gelernt. Ja, genau. Ja, sehr gut. Die Fotos, die du da gemacht hast, das ist ja schon deine vorangeschrittene Fotografie. Du hast ja irgendwann auch mal angefangen zu fotografieren, richtig? Sehr wahrscheinlich, ja. Irgendwann ist immer der Anfang. Ja, sehr wahrscheinlich hast du irgendwann mal angefangen. Ja, genau. Wann war das? Also wann hast du angefangen zu fotografieren? Und aus welchem Grund? Also ich würde dir jetzt gerne eine total romantische Geschichte erzählen. Ich habe die Kamera meines Großvaters im Keller gefunden und war total fasziniert und habe deswegen angefangen zu fotografieren. Dem ist nicht so, sondern ich kann dir nur sagen, dass irgendwie ganz intuitiv in meiner Jugend, würde ich jetzt fast sagen, irgendwie immer eine Kamera dabei war. Also es gab ja damals diese kleinen digitalen Kameras. Habe ich auf jeden Schulfest und Klassenfahrt und sowas mitgenommen. Also irgendwas schien da in mir drin zu stecken. Und ich hatte eine Schulfreundin, deren Mutter Fotografin war. Und die hat mich ab und zu mal in eine Dunkelkammer mitgenommen. Und das fand ich tatsächlich spannend. Und das hat mich nicht losgelassen, unterbewusst, gar nicht bewusst. Dann hatte ich, glaube ich, Ewigkeiten keine Kamera mehr in der Hand. Also dann fing ja irgendwie nach Abi, Ausbildung und weiß ich nicht was an. Und hat man andere Dinge genau, im Kopf. Genau, hat man andere Dinge im Kopf. Und dann kam irgendwann der Drang, ach, ich glaube, irgendwann hole ich mir mal eine richtige Kamera. So. Und das war, glaube ich, 2013 oder sowas. Also es ist noch gar nicht so lange her. Sage ich jetzt einfach, das ist nicht lange her, obwohl es auch schon über 10 Jahre her ist. Nee, ist ja erst 11 Jahre. Genau, danke. Das fühlt sich an. Also ich finde krass, so diese Jahreszahlen, um mal kurz reinzugrätschen, so 2013, das klingt für mich, als wäre das erst vor ein, das zwei Jahren gewesen. Also das war auch erst vor ein, zwei Jahren. Das ist so eine Zahl, dass, wenn das Hirn einen da einen Streich spielt, aber es ist 11 Jahre her. Nein, das ist, Zeit ist relativ. Weißt du, Zeit existiert nicht. Zeit existiert nicht. Also es ist eigentlich erst gestern gewesen, genau. Also belassen wir es einfach bei 2013. Genau, wir lassen es bei 2013, genau. Ja, und da habe ich mir meine
erste Kamera. Spiegelreflex. Kennen, frag mich bitte nicht, was für ein Modell, ich weiß nicht. Und dann habe ich angefangen zu fotografieren und das fand ich toll. Habe mich damit ein bisschen beschäftigt, bin dann von Blumen über Menschen, über alle Bereiche, die man sich so vorstellen kann, um festzustellen, dass ich das total doof finde, Hochzeiten zu fotografieren, Familien zu fotografieren, Babybäuche zu fotografieren. Das war für mich die Hölle. Um dann irgendwann festzustellen, ich habe das ja selbst in der Hand, das ist ja meine Entscheidung, was ich mache, ist ja schließlich auch meine Freizeit. Und dann kam mir irgendwann in den Sinn, diese Dunkelkammer. Und da habe ich gedacht, okay, digital, das ist ja eigentlich gar nicht das, was ich so möchte, sondern eigentlich würde ich es ganz gerne mal ausprobieren, auch auf Film zu fotografieren. Und dann habe ich Ewigkeiten damit gestruggelt, welche Kamera ich mir kaufe, weil mich das tatsächlich immer so ein Stück weit überfordert, weil ich da nicht so viel Interesse habe, mich mit irgendwelchen Zahlen auseinanderzusetzen und Techniken. Also, weiß nicht. Und dann habe ich einen Tipp bekommen von einem Freund, der dann sagte, hier, hol dir doch einfach eine ganz billige 50 Euro und fang halt erstmal an. Das habe ich gemacht und tatsächlich fotografiere ich mit der heute noch. Cool. Genau. Ja, und dann hat sich das erste Mal für mich richtig gut angefühlt. Also meine ersten Schritte in die analoge Fotografie, das war so, ach, das fühlte sich einfach richtig an. Und ich kann ja auch nicht sagen, warum. Auch da kann ich kein romantisches Gerede draus machen, warum ich jetzt analog fotografiere. Ich liebe einfach den Charme, ich liebe den Film, ich liebe es, die Bilder oder die Negativstreifen in der Hand zu haben, wenn ich es entwickelt habe. Also ich entwickle auch selber, weil ich das Gefühl bekomme, dadurch wirklich auch Bilder selber hergestellt zu haben, also wirklich haptisch zu fühlen. Ich habe da was erschaffen, finde ich ein richtig, richtig geniales Gefühl. Mega. Also ich muss ja Bilder auch immer anfassen, ne? Also wenn jetzt, also ich muss immer aufpassen, wenn ich in Galerien unterwegs bin, dass ich nicht anfange, an den Bildern rumzudätschen, ja? Dann ärgert es mich, dass sie in den Rahmen versteckt sind, dann kannst du nicht so richtig drüber fassen. Schön an der Mona Lisa. Ja, genau. Ja, und genau, das mag ich. Und das ist vielleicht etwas, was mich gelehrt hat, analog zu fotografieren, ist, dass ich angefangen habe, mit dem Unperfekten extrem zufrieden zu werden. Also ich bin, glaube ich, sehr perfektionistisch im Alltag. Und da lernt man extrem loslassen. Da lernt man, auf das Gefühl zu hören, Gefühle einzufangen und nicht das perfekte Bild, wo die Hand richtig sitzt und ich weiß nicht was, sondern einfach schlicht, einfach, nicht so viele Knöpfe, nicht so schwer, einfach im Moment sein und fertig. Ich glaube, das kannst du vielleicht auch digital. Das ist mein Weg und ich würde auch nie sagen, oh, ich mache auch nur noch das und ich mache jetzt keine Handybilder oder sowas. Das wäre gelogen. Ich mache auch genug Bilder mit dem iPhone. Aber aber es ist einfach schön. Genau, so hat's angefangen. Ja, es ist ja so, wie du sagst, das Analoge und das Selbstentwickeln, das ist ja das Gefühl von etwas erschaffen. Also erstmal gibt es ja den Punkt, okay, ich fotografiere erstmal ein bisschen bewusster, weil ich habe 36 Frames und nicht 2.500. Und damit wird die die Bildkomposition wahrscheinlich schon ein bisschen mehr ins Auge gefasst. Ja, und dann dieses Entwickeln. Das habe ich auch hier zu Hause gemacht. Und das ist ein geiler Prozess. Mhm. Es macht mir nicht so viel Spaß, diese Dose zu schütteln. Am liebsten würde ich das gerne beschleunigen. Natürlich. Aber die Negative dann rausziehen aus diesem Tank und dann aufhängen, drauf gucken und dann sich freuen. Geil, okay, hat geklappt. Das ist schon echt ein cooler Moment. Oder mit dem Schmerz klarzukommen, wenn du es richtig verkackt hast und einfach nichts drauf ist. Auch das hatte ich schon öfter. Gut, das kann passieren. Genau. Ne? Aber passiert halt. Und dann denkst du dir, okay, jetzt ärgerst du dich kurz, aber wenn du es richtig gemacht hast, dann warst du die ganze Zeit mit in dem Moment. Und dann hast du den auch in dir. Ja. Also das Bild ist ja im Endeffekt nur das Festhalten von diesem Moment. Und wenn du es wirklich richtig angestellt hast und nicht abgelenkt bist von, ich muss jetzt das perfekte Foto schießen, ich gucke jetzt 500 Mal aufs Display, ob auch alles perfekt ist und bin voll in meinem Außen, also im Denken des Außens, ob jetzt alles genial gestaltet ist, sondern ich lasse mich einfach auf die Situation ein, was auch immer da passiert. Es muss ja auch gar nicht mit einem Menschen davor sein. Es kann ja auch mit einem Vogel sein oder einem Hund oder einer Blume oder was auch immer. Der Moment Wenn du da geschafft hast, es einfach, also den Moment aufzusaugen
und nebenbei so gefühlt einfach ein Bild entsteht, dann tut es auch nicht weh, wenn das Bild nicht entstanden ist. Weil das Bild hast du dann in dir. Mhm. Und das ist eigentlich, das kann man auch ganz gut lernen daraus. Ja. Ich bin einmal hier durch Detmold gelaufen und wollte einfach ein bisschen fotografieren. Also ich bin nicht, ich bin kein Street-Fotograf, oder, ne? Aber das so manchmal durch die Stadt ein bisschen schlendern, habe ich die Kamera umhängen und gucke, ob es da vielleicht ein, zwei Fotos zu erhaschen gibt. Und dann ist mir aufgefallen, dass man so durch die Kamera guckt, aber ich musste den Moment gar nicht auslösen. Da hatte ich so ein Gefühl von einfach durch die Kamera gucken, den Moment gerade fokussieren und ich muss das Foto gar nicht machen. Ich habe schon mal überlegt, ob ich mir meine Speicherkarte einfach bewusst mal rauslasse und einfach so diesen Moment, die Momente, die mir auffallen, fotografiere, aber nicht abdrücke. Mhm. Macht wahrscheinlich keinen Sinn, aber das ist mir bewusst aufgefallen an diesem einen Tag. Dass ich das spannend finde, dass man diesen Moment also für sich einfängt, aber niemals abspeichert. Mhm. Ja. Ja. Ja, man versinkt halt in diesem Moment. Ja, total. Ne? Ich meine, super oft siehst du es ja, ich meine, ich sehe es ja jetzt hier auch öfter, wenn du am Strand bist und dann kommt der Sonnenuntergang, ja, wie viele Menschen damit beschäftigt sind, diesen Sonnenuntergang festzuhalten, wo ich mir denke, okay, was hast du davon, wenn du den jetzt fotografisch festhältst? Also ist es denn nicht viel schöner, den wahrzunehmen und einfach dankbar zu sein, dass du den Tag erlebt hast und mit dem Sonnenuntergang das einfach bewusst zu machen, dass du jetzt einen ganzen Tag noch weiter gelebt hast und einfach eine ganz, ganz tolle Zeit hattest, ja? Und was bringt dir, angenommen, du kippst um nach diesem Sonnenuntergang, was bringt dir dieses Bild? Dann hast du dir Mühe gegeben, das Foto aufs Handy zu spielen. Und am besten noch schnell zu posten. Ja, du hast es verpasst, ja? Also du hast für dich den Moment verpasst. Ja. Ja. Das stimmt. Es ist ähnlich wie auf Konzerten. Das finde ich auch schade, dass die Leute ständig alles filmen und fotografieren, anstatt einfach dabei zu sein. Auch so ein Phänomen. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das Phänomen des im Außenseins, ja? Also die Frage ist ja, warum hält man es zum Beispiel auf Konzerten fest mit dem Handy, die Videos und so weiter? Ich glaube, kein Mensch von denen, oder ich sag mal, 90% von denen, die es aufnehmen, werden sich das danach nicht nochmal angucken. Sondern es dient ja wahrscheinlich eher, um es jemand anderem zu zeigen, wo man war. Ja, so. Nach außen hin, ne? Zu repräsentieren. Genau. Guck, ich war jetzt und dort. Allein schaut alle auf mich. Um das Außen zu befriedigen, lenkst du dich so sehr damit ab, das festzuhalten, dass du eigentlich das Konzert verpasst. Also ich meine, du musst eine Trennung machen, ne? Wenn du jetzt natürlich da bist, um das fotografisch oder filmerisch festzuhalten, ist das natürlich was anderes, ja. Aber um es genießen zu können, wenn du auf einem Konzert bist oder in einem Theater oder keine Ahnung wo, dann darfst du auch da sein. Dann musst du es ja niemandem zeigen, weil wenn derjenige Interesse hat, dann kann er ja selber ins Theater gehen oder aufs Konzert. Ja eben, du bist ja für dich da. Wenn ich zum Konzert gehe von einer Band, die ich mag, dann bin ich ja für mich da und nicht, um anderen zu zeigen, hey, guck, ich bin bei dieser Band. Ich meine, es wird ist natürlich herausfordernd, ja, weil das Außen und alles um dich herum, dein Umfeld, die Medien, die sozialen Medien und so weiter, die leben es dir natürlich vor, dass man alles schön nach außen tragen soll, wie toll es ist und dass man es dokumentieren muss, um dann zeigen zu können, ja. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sehr viele davon müde werden. Also die wollen gar nicht mehr dieses, alle führen ein perfektes Leben und zeigen das der ganzen Welt und so weiter, sondern mittlerweile, glaube ich, kommt es darauf an, mal wieder so ein bisschen authentischer zu werden, ja? Also wenn du mitnimmst, dass du... Das habe ich noch nicht das Gefühl. Ah, spannend. Nee. Das ist vielleicht, also so für mich, ne? Wahrscheinlich ist das aber auch irgendwie eine Bubble, in der man sich bewegt. Also jetzt nicht in meiner, ich sag mal, echten Leben-Bubble, sondern eher in der, ich sag mal jetzt, Instagram-Bubble, ne? Das verändert sich jetzt gerade nur von den Leuten her. Jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt seine Fotografie nimmt und ich folge noch ein paar anderen Fotografen, die auch so, wie hast du es einmal schön genannt, mit Licht malen, die das so machen. Ne? Und ich finde, das ist jetzt, die Fotografen zeigen nicht viel von sich nach außen, sondern die zeigen ihre Arbeiten. Und das verändert sich gerade für mich. Aber wenn man, ich glaube, in der falschen Bubble wieder eintaucht, wie die Leute dann ihre Momente alle teilen und wie das Kind gerade futtert, ich weiß nicht, ändert sich vielleicht nicht nur die Bubble? Ja, wahrscheinlich. Der Fokus ändert sich, ne?
Also ich meine, wenn du jetzt natürlich auf sozialen Medien unterwegs bist, dann spielt natürlich der Algorithmus noch ein bisschen mit, ja. Und wenn du dann einmal irgendwo drauf geklickt hast, wo jemand sein Essen fotografiert oder filmt oder keine Ahnung was, dann kriegst du natürlich den Käse des Öfteren mal eingeblendet. Aber es ist, ja, du hast recht, es kommt auch auf deinen Fokus an, ja. Also wo sitzt dein Fokus, worauf konzentrierst du dich, was möchtest du sehen? Und wenn man vielleicht selber für sich festgelegt hat, ich habe halt keine Lust mehr auf dieses, alles ist total super und ich lebe nur im Außending, sondern mir kommt es an, dass ich hier meinen Frieden habe und eine gute Zeit verbringe, dann wirst du auch den Fokus in deinen Suchkriterien ändern auf sozialen Medien. Und dann bewegst du dich in einer anderen Bubble. Ja, da hast du recht. Das ist ein guter Gedanke, ja. Ja, wünschenswert wäre ja, dass es tatsächlich weniger wird, diese Außendarstellung. Wäre wünschenswert, wenn es ja, ich glaube, da kann jeder nur selber anfangen, ja. Darauf warten, dass die anderen anfangen. Da kann man, glaube ich, lange warten, sondern es ist ja wie mit allem. Wenn man selber in die Umsetzung kommt und selber eine Entscheidung trifft, dann tut man ja schon was in die richtige Richtung. Ja. Und dann formt sich die Bubble, ja, weil es ziehen sich dann auch immer die Menschen oder das Umfeld an, was es genauso sieht. Und dann bewegst du dich so sehr irgendwann in dieser Bubble, dass du das andere gar nicht mehr so richtig mitbekommst. Und dann hast du Frieden. Ja. So. Punkt. Ja. Wenn man sich deine Fotografie anguckt, die du zeigst, das ist ja alles schon analog fotografiert. Ja, alles analog. Hast du von Anfang an so fotografiert? Auf gar keinen Fall. Also jetzt in dem, ich sag mal, jetzt das, was Digitale mal, also die Geschichte bis zu deiner analogen Kamera, bis zu der 50-Euro-Kamera. Nein. Hast du angefangen, dein Analog schon so zu fotografieren? Oder wie hat sich dieser Stil entwickelt? Aber die Frage ist ja, was heißt denn so und was ist denn der Stil? Ja, also wenn man jetzt deine Bilder einfach mal, wenn ich die jetzt mal mit Worten beschreiben darf, dann ist es auf jeden Fall schwarz-weiß. Dann habe ich das neues Wort gelernt. Kornografie ist auf jeden Fall präsent. Es gibt viel Unschärfe in den Bildern, was ich sehr spannend finde, weil es manche Momente leicht verwaschen darstellt oder wie eine Erinnerung, dann bist du sehr nah und emotional dran. Wenn ich mich an die kleine Bildreihe mit dem Lachen erinnere, das ist gar nicht so lange her, das fand ich super, eine super schöne Serie. Also nah dran meine ich nicht jetzt auf 30 Zentimeter, ja, so Makro, sondern ich meine schon nah an den Menschen dran. Sie sind sehr atmosphärisch, die Bilder. Dann hat man immer also die wecken ein Gefühl und sie wirken echt. So, das sind so die Worte, die mir einfallen, wenn ich mir deine Bilder anschaue. Wow, danke schön. Das war ja nicht von Anfang an so. Nein, das war nicht von Anfang an so. Also, ich sag jetzt mal, was nichts damit zu tun hat, welche Kamera du benutzt, ob digital oder analog. Fakt ist, wenn du anfängst, fotografierst du anders, logischerweise. Ja? Also natürlich ist da ein Prozess dahinter. Ja. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich bin so gefühlt auch alle Genres durch und habe mich ausprobiert, um dann irgendwann festzustellen, ach du heiliger Bimbam. Also ich habe auch Farbe fotografiert. Und ich glaube, ich kann es nicht. Also ich sehe es nicht. Ich kann das einfach nicht. Also okay, kurzer Seitenwink. Ja, ich habe auch tatsächlich Farbfilme schon verwendet und die liebe ich auch. Es sind schon ein paar schöne Sachen dabei, aber ich glaube, das macht einfach der Film, der kann das dann. Aber wenn ich anfange, als ich angefangen habe zu fotografieren, auch auf Farbe zu fotografieren, ich habe einfach das Gefühl, ich kann es nicht oder ich lasse mich nicht drauf ein, das kann natürlich auch sein, das habe ich relativ schnell verworfen. Dann ging das so für mich als Prozess weiter, okay, nein, ich will jetzt nur noch schwarz-weiß fotografieren, weil ich habe auch das Gefühl, ich sehe in schwarz-weiß. Also wenn ich durch die Welt gehe, sage ich jetzt mal, sehe ich Licht und Schatten. Ich sehe, ich kann das gar nicht so richtig ausdrücken. Das ist einfach, schwarz-weiß kann ich, Punkt, das sehe ich, fertig. So. Und das war für mich die erste bahnbrechende Entscheidung, für mich klar zu machen, worin fühle ich mich eigentlich wohl, weil ich es ja nicht dem anderen gerecht machen muss, sondern es ist ja meine Zeit, meine Leidenschaft und ich möchte das so machen, wie ich mich am besten ausdrücken kann. Und das war dann irgendwann schwarz-weiß. Und dann ging das schon in diese Richtung. Ne? Also dann hat man schon gemerkt, okay, dann ist ja die nächste Frage, was ist mir denn wichtig auf Bildern oder was ist mir denn überhaupt wichtig beim Fotografieren? Und das war Gute ja genau Frage. Das, was
Was ich vorhin auch mal so ein bisschen angeteasert hat, es hat ja immer etwas mit Begegnung zu tun. Und ich mag einfach, wenn du halt einen Raum schaffst, in dem sich halt auch alle wohlfühlen, wo es überhaupt nicht darauf ankommt, ob hinterher da ein Beauty-Foto bei rauskommt oder so, sondern einfach echt, also du hast es eigentlich so wunderschön beschrieben, ich bin ja ganz gerührt von deinen Worten, aber es ist genau das, was mir so wichtig ist, dass es eigentlich, also eigentlich Emotionen übertragen werden und das war ein Prozess bis dahin und der Prozess liegt nicht da drin, dass man die Technik drauf hat, sondern es liegt daran zu lernen, wie ich halt mit Menschen oder wie ich Menschen begegne, wie ich die Räume schaffe und zwar nicht nur auf dem Bild, finde ich, war auch mal so ein Satz, den ich gehört habe, der meine Fotografie auch verändert hat, weil ich am Anfang auch sehr nah dran war, aber nicht im Sinne von nah, wie du es gerade so wundervoll beschrieben hast, emotional nah und verbunden, sondern nah mit der Linse am Gesicht des Gegenübers. Ja? So. Und irgendwann habe ich einen Satz gehört und der war so ein, auch so ein Aha-Erlebnis. Der sagte, du musst Räume schaffen auf deinen Bildern. Schaffe neue Räume in deinen Bildern. Und dann hat es bei mir, Klick gemacht. Ich dachte so, okay, was erzählt dir denn das Bild, wenn du gefühlt nur die Augen und die Nase drauf hast? Also wenn du so extrem nah dran bist. Oder was erzählt dir ein Bild, wenn du einfach mal 5, 6, 7, 8 Schritte zurückgehst und mal guckst, was außenrum noch passiert? Erzähl doch mal eine Geschichte in dem Bild. Richtig. Erschaffe neue Räume. Und das war so dass die erste große Veränderung, glaube ich, in meinem Kopf, wo es so Klick gemacht hat. und dann auch das Verständnis, wie ich einfach in eine Begegnung trete. Dass es wichtig ist, zu verstehen, wie ich Räume aufmache und du machst automatisch einen Raum auf. Ob du es jetzt so definierst oder nicht, aber du bist ja beieinander. In jeder Kommunikation, in jedem Aufeinandertreten öffnest du ja einen Raum. Ja? Und dann zu wissen, wie du es hinbekommst, dass sich alle gut und wohl und vor allem gesehen fühlen, weil ich glaube, sehr, sehr viele Menschen fühlen sich nicht mehr gesehen. Die müssen nur darstellen, aber der echte Mensch, sage ich jetzt mal, mit allem, was dazugehört, fühlt sich nicht mehr wahrgenommen. Und ich glaube, das ist das schönste Gefühl, was du hinterlassen kannst, wenn die Menschen aus deiner Begegnung rausgehen und denken, wow, der hat mich einfach richtig wahrgenommen, der mein Gegenüber. Und wenn du das dann noch fotografierst, also ich glaube, dann kannst du auch fotografieren, weil dann hast du auch Vertrauen. Weil wenn das Gegenüber sich gesehen fühlt, dann hat es auch kein Vertrauensproblem mehr. Ja, richtig. Ja? Und das zu verstehen, also ich glaube, das war ein Prozess, der hat nichts damit zu tun, dass man die Technik kann, sondern es hat ganz viel damit zu tun, wie ich mich selber wahrnehme, also ich als Mensch, ich dann als Fotografin, was meine Intention dahinter ist. Warum fotografiere ich? Fotografiere ich es, um es irgendwie der Außenwelt zu zeigen, wie was für ein geiler Hecht ich bin? Oder fotografiere ich, weil ich einfach gerne in eine Begegnung gehe, weil ich es liebe, Dinge auf Bildern festzuhalten, egal was für ein Ergebnis dabei rumkommt. Also welche Intention hast du, dass du fotografierst? Das ist das Erste. Und wenn die klar ist, dann hast du eine Ausstrahlung und die spiegelt sich auf dein Gegenüber wieder und damit öffnest du quasi einen Raum. Ja. Muss man erstmal sacken lassen. Krass, ja, finde ich total schön, die Ansicht. Hast du für diese Begegnung und für die Räume dir immer spezielle Leute ausgesucht? Oder wie bist du an die Leute gekommen, die du fotografiert hast? Weil es sind ja hauptsächlich, wir reden ja hier schon von überwiegend Menschen. Ja, schon Menschen. Du hast vorhin einmal gesagt, kann ja auch ein Vogel sein, aber es sind ja weniger Vögel auf deinen Bildern. Aber ich liebe Vögel, ja. Ich habe super viele Vogelbilder. Ja. Ja, warum auch nicht? Aber du zeigst sie nicht, Franziska. Ja, ich muss ja auch nicht alles zeigen. Ja? Genau. Ja. Nein, aber es sind hauptsächlich Menschen zu sehen. Und wie bist du an diese Menschen rangekommen oder rangetreten? Hast du sie dir gesucht? Oder war das irgendwie so auf der Straße? Der hat irgendwie eine Ausstrahlung, den würde ich gerne mal fotografieren. Also ich glaube, muss ich jetzt mittlerweile auch unterscheiden. Am Anfang habe ich tatsächlich gesucht, also als ich angefangen habe zu fotografieren, beziehungsweise dann auch zu sagen, ich fotografiere jetzt Menschen,
habe ich sie gesucht und hatte da auch meinen Struggle, Menschen anzuschreiben und zu fragen. Ich glaube, das kennt der ein oder andere auch sehr gut, um dann festzustellen, mein Gott, ist ja gar nicht so schlimm, ja, weil wenn du nicht fragst, das Nein hast du schon, ja? Also es kann eigentlich überhaupt gar nichts Schlimmes passieren. Und es hat vor allem das Nein, und das finde ich auch so ultra wichtig, hat nie etwas mit deiner eigenen Persönlichkeit zu tun. Nie. Es hat nie etwas mit deiner Persönlichkeit zu tun. Sondern es ist vielleicht gerade beim Gegenüber eine blöde Zeit oder ihm gefallen vielleicht gerade die Art und Weise der Fotografie nicht. So, und dann ist es ja auch in Ordnung, aber es hat nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Das finde ich ultra wichtig, das zu verstehen. Weil dann machen Ansprachen auch nicht mehr so Schwierigkeiten. Genau, ich habe am Anfang gesucht und bin dann auf ganz, ganz wundervolle Menschen getroffen. Und dann entwickelt sich das irgendwie automatisch. Ne? Dann ist derjenige zufrieden, dann spricht man. Ich habe mit sehr, sehr vielen Menschen, die ich auch fotografiert habe, extrem gutes Verhältnis mittlerweile. Also man hat Kontakt gehalten, bei manchen ist eine Freundschaft draus entstanden und darüber gehen natürlich dann auch neue oder entstehen logischerweise neue Kontakte. Und mittlerweile, also es war am Anfang sehr auf, ich sag jetzt mal, so eine Model-Community, sag ich jetzt mal, beschränkt, ganz am Anfang. Und mittlerweile ist es wirklich so, wenn ich jetzt neue Menschen kennenlerne und ich merke einfach, die haben eine Wahnsinnsausstrahlung oder der Mensch interessiert mich einfach, dann frage ich die. Also entweder, ob ich jetzt gerade mal ein Bild machen kann oder ob wir uns einfach nochmal treffen auf einen Kaffee, weil mich der Mensch auch interessiert, weil ich ihn kennenlernen möchte. Und dann sage ich halt auch immer, also wir können ja gern, ob wir einen Kaffee trinken zusammen, weil ne, ich lasse immer Komplimente da. Also ich sage ganz ehrlich, was ich wahrnehme und was ich denke. Und Menschen lieben Komplimente, auch wenn manche Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Aber natürlich hört jeder gerne, dass er eine tolle Ausstrahlung hat oder ein tolles Lachen oder keine Ahnung was. Und wenn du dann noch sagst, dass du Interesse hast, denjenigen zu fotografieren, das ist ein Kompliment. Menschen lieben es, fotografiert zu werden, auch wenn sie es nicht zugeben. Ja? Aber sie lieben es. Und meistens ist es dann so, dass ich sage, okay, lass uns doch nochmal einen Kaffee trinken gehen. Und wenn du möchtest, nehme ich die Kamera mit. Und dieses, ich nehme sie halt einfach mit, ist genau die Art und Weise, wie dann Bilder passieren. Weil die passieren nicht in einem Studio-Setting oder in einem geframten Shooting, sondern es ist einfach, wir sind zusammen, wir reden extrem viel, beziehungsweise eigentlich immer die andere Person. ich sage sehr wenig. Okay. Das hat auch etwas mit Raum aufmachen zu tun, ja, weil dann fühlen sich Menschen auch gesehen, wenn sie 80% reden, sage ich jetzt mal, oder 90%, dann passieren nebenbei Bilder. So. Und für mich ist es, also ich bin ja auch am Wachsen immer noch und für mich ist das Nächste, was ich jetzt gerne machen möchte und das ist für mich ein enormer Schritt außerhalb der Komfortzone, ist auch wirklich einfach Menschen anzusprechen hier vor Ort und sofort zu fragen, ob ein Bild gemacht werden darf. Also das ist für mich auch, sehe ich eher so als Übung, weil ich schon, auch wenn man es vielleicht nicht glaubt, aber ich bin schon introvertiert. Also ich brauche immer, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das denkt keiner, aber es bedarf für mich auch immer so einen kleinen Schritt über eine kleine Schwelle, damit ich dann auch mache. Also ich mache, ich traue mich dann auch, aber diese kleine Schwelle ist trotzdem da. Und das ist etwas, was ich jetzt tatsächlich für mich gerne noch mehr üben möchte. Und ich meine, hier ist es ja einfach, ja. Also hier kommt man viel, viel schneller ins Gespräch als, genau. Das ist schon erstaunlich, ne? Dass man in Dubai dann schneller in ein Gespräch kommt, als dann hier in einer deutschen Stadt. Sind halt alle offener, ne? Also es macht es leichter und das finde ich sehr, sehr spannend, weil die Frage ist ja, warum hat es mich hierher gezogen? Dinge passieren ja auch ganz oft unterbewusst und intuitiv und für mich war klar, ich möchte in einer Stadt wohnen, ich habe noch nie in einer Stadt gewohnt und dann ist es halt jetzt hier Dubai geworden und mit meiner eigenen kleinen Challenge zu sagen, oh, ich will jetzt aber auch mal so ein bisschen mal auf die Menschen richtig zugehen und, ne, und dann auch mal sofort ein Foto machen und so, macht es mir die Stadt natürlich ein bisschen einfacher, ja, weil die halt einfach ein bisschen open-mindeder sind, offener und
was ich vorhin schon sagte, also Menschen lieben es, fotografiert zu werden. Und auch da ist ja der Punkt, daran darf ich mich ja selber auch immer wieder erinnern, wenn man nicht fragt, hat man das Nein schon. So, und wenn man fragt, ja, und derjenige sagt, ja, ist doch alles perfekt, also dann kann es ja gar nicht schöner sein. Aber deine Fotos, die sehen erstmal nicht so aus, als hättest du jemanden zum Beispiel in der Straße gefragt, kann ich ein Foto machen? Ich habe es noch nicht gezeigt. Oder das sieht aus, als hättest du, irgendwie, so wirken deine Fotos, als hättest du Freunde mit dabei gehabt, du wärst irgendwie mit super netten Menschen unterwegs und hast sie dann so nebenbei fotografiert. So ist auch die Art. Und ich glaube, so ist auch die Art. Ich meine, ein paar Bilder habe ich ja jetzt schon, ich habe es jetzt noch nicht gezeigt. Wenn es um Fremde geht, sage ich jetzt mal, öffnest du genauso einen Raum. Und eins der wichtigsten Learnings, was ich hatte, ich habe letztes Jahr, was haben wir jetzt, 2024? Noch her. Letztes Jahr habe ich mein absolutes Idol getroffen in der Fotografie, meinen absoluten Lieblingsfotografen, Anders Petersen. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Okay, nee, musst du dir unbedingt aufschreiben. Ist ein grandioser Fotograf. Anders Petersen, also Anders Petersen, ist ein Schwede. Er ist schon, ich glaube, der ist jetzt über 80, also der ist schon was älter. Und war letztes Jahr, Zeit ist relativ, das hatten wir ja jetzt schon mal. Ne? Genau. Er lebt eigentlich in Schweden. Und letztes Jahr hat er einen Workshop gegeben in Hamburg, 5 Tage lang. Und eine Freundin von mir hat mir den Flyer weitergesendet. Ich habe hyperventiliert und habe gedacht, ach du Heiliger, oh Gott, ich mache alles möglich, damit das funktioniert. Und das ist so ein kleiner Gedanke noch obendrauf, als ich Mirare damals publiziert habe, war mein größter Wunsch, dass Anders Petersen mein Buch bekommt. Und ich habe Ewigkeiten damit verbracht, eine Adresse rauszufinden. Ich habe, glaube ich, schon 5 oder 6 Briefe geschrieben, habe die dann alle weggepackt und gedacht, nein, das kann ich doch nicht machen. Und habe, also irgendwas in mir hat... Hast du nicht abgeschickt? Ich habe nicht abgeschickt. Ich hatte genauso Schiss. Und das, was ich die ganze Zeit dir sage, nein, hast du schon, wenn du weißt, das ist genau das Gleiche. Scheiße. Und habe gedacht, scheiße. Ich habe mich einfach nicht getraut und dann wieder vergessen und dann keine Ahnung was. Aber irgendwie schwummerte in mir das Ziel, ich möchte, dass Anders Petersen irgendwann Mirare auf dem Tisch hat. Und dann schickte mir die Freundin den Flyer von dem Workshop von Anders Petersen in Hamburg und habe gedacht, ach du heiliger Bimmer, jetzt ist meine Chance, ich muss dahin, nicht von dem Workshop, sondern ich muss ihm das Buch geben. Das war mein einziges Ziel. Ich habe gesagt, ich buche jetzt den Workshop, damit er mein Buch bekommt. So. Das habe ich mir doch in den Kopf gesetzt und das kann ich ihm auch sogar noch persönlich übergeben. Und dann bin ich... Hast du den Workshop gebucht, um das Buch zu geben? Ja, auch, genau. Natürlich wollte ich ihn auch kennenlernen. Also ich meine, hallo? Ja, genau. Und es ist ja nicht nur ein Tag gewesen, es waren einfach 5 Tage. 5 Tage mit einem Fotografen, der dich schon Ewigkeiten inspiriert. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bücher von ihm. Ich habe auch keins davon weggeschmissen, ja? Also, oder weggegeben in meiner Ausräumaktion. Also die habe ich alle schön behalten. Das hat mich aber neugierig gemacht, wer der Anders ist. Dann bin ich nach Hamburg gefahren und also ich habe so ein paar Fotoworkshops schon mal mitgemacht und die haben mich alle nicht vom Hocker gehauen, weil sehr, sehr viele, nee, eigentlich alle Workshops, die ich erlebt habe, gerade am Anfang, da ging es immer nur um den Fotografen. Wie toll er ist und was für geile Bilder der macht und keine Ahnung was, ja, und mach so wie ich und dann funktioniert das. Ja. Diese 5 Tage Anders Petersen habe ich gedacht, oh mein Gott, ich sitze da mit meinem schwedischen Großvater zusammen an einem Tisch, der mir erzählt, welche Fotografen ich angucken und analysieren muss und von denen zu lernen. Oh, ich hab, also so weit weg von sich selbst und dieses, guckt euch die anderen Großen an und lernt von denen. Und Tricks hier, Tricks da, guckst dir an, wie reden die, was macht die. Und der hat halt gesagt, er ist eigentlich auch ein Street-Fotograf, also auch viel auf den Straßen von Stockholm unterwegs, von Hamburg und Co.
Er hat gesagt, wenn du richtige Bilder machen willst, musst du Menschen lieben. Du musst Interesse haben am Menschen. Und nur dann kriegst du auch das richtige Bild. Ja. Und das ist ja dann auch wieder das Thema Begegnung, das ist wieder das Thema Raum aufmachen. Du kannst nicht durch die Straßen gehen und sagen, hey, du siehst cool aus, kann ich mal gerade ein Bild machen. Red doch erstmal vorher mit dem, lern den doch erstmal ein bisschen kennen. Und die paar Minuten Zeit haben's. Mhm. Ja? Und das macht's doch dann spannend. Und wenn die Menschen dann merken, wow, der hat auch Interesse an mir, da will ich einfach nur irgendein geiles Bild abgattern, ja, dann fühlen die sich wohl und als Höhepunkt werden sie auch noch fotografiert, was ja Menschen lieben, auch wenn sie es nicht zugeben. Aber sie lieben es schon, fotografiert zu werden. Und also Anders hat da so einen ganz, ganz großen Hebel noch mal gesetzt mit seiner Sichtweise, ne? Mit seinen, verbinde dich auch mit denen. Ja. Du musst Teil einer Gruppe sein. Du kannst nicht nur der Voyeurist sein. Das sieht man in den Bildern, was auch okay ist. Also wenn du so ein Typ oder so eine Persönlichkeit bist und es ist dir nicht wichtig und du bist ein Einzelgänger, dann ist das auch in Ordnung. Alles fein. Ja. Wenn du aber mit Menschen, also wenn du wirklich Menschen porträtieren möchtest, dann sei Teil dieser Gruppe, sei Teil dieser Begegnung. Und gucke nicht, sondern habe wirklich Interesse. Und das war ein Aha-Erlebnis für mich. Also nochmal hinzu. Genau. Ja. Ja. Sind wir denn jetzt auf Anders Petersen gekommen eigentlich? Spannend. Ach so, ich habe gesagt, ach, hallo, das ist ja, der Höhepunkt. Ja, weil du ihm sein, das Buch. Buch. Hallo. Das Buch. Hat das denn jetzt Ja, natürlich gekriegt? Hat er das bekommen. Ich habe da was reingeschrieben und ich habe, also, ich musste aufpassen, dass ich da beim Übergeben nicht anfange zu heulen. Ich bin ein bisschen emotional. Das war einfach so ein total genialer Moment. Und er hat mich tatsächlich damals eingeladen nach Stockholm zu sich. Ja, also er war tatsächlich er war begeistert von dem Buch. Wir mussten oder wir durften ja Bilder mitbringen, um halt so ein bisschen Portfolio auch anzuschauen. Er war natürlich neugierig, uns kennenzulernen, natürlich auch über die Bilder. Und da habe ich gedacht, oh Gott, was nehme ich denn für Bilder mit? Dann habe ich gedacht, hä, bist du doof? Nimm doch mal dein Buch mit, das willst du ja eh mitnehmen. Ja? Genau. Alle Vogelbilder eingepackt, ja, die du genau. hast. Genau, und er hat das durchgeblättert beim Portfolio anschauen, sage ich jetzt mal, und war super begeistert und sagte halt nur zu mir, okay, wow, das ist ein Trampolin. Also Mirare ist ein Trampolin, Mirare ist ein Sprungbrett. Und das habe ich lange nicht verstanden, was er damit meint. Jetzt weiß ich das, weil ich ja jetzt etwas daraus erschaffen habe, ja? Also manchmal weiß man ja nicht, was das für ein Ergebnis ist, sondern es ist so ein Satz, der in dir nachwirkt, dessen Ergebnis du aber nicht kennst. Und erst rückwärts irgendwann wirst du verstehen, warum dieser Satz gefallen ist. Das ist ein, habe ich noch nie gehört. Das ist ein Trampolin. Ja. Also so ein bisschen der Anfang, ne? Also das Mirare, das Projekt oder die Bilder, was auch immer, ist halt ein Anfang von etwas gewesen. Und da schließt sich ja ganz gut der Kreis zu dem, was wir ja schon besprochen haben. Genau, also es war eine unglaublich tolle Begegnung. Ich war tatsächlich in Stockholm, leider war er aber krank gewesen, sodass wir uns nicht persönlich getroffen haben. Scheiße. Aber auf der einen Seite fand ich es natürlich super schade, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ich habe alles gehört von ihm, was ich hören musste, um halt selber weiterzukommen. Ne? Ja, genau. Okay. Ja. Mhm. Das Buch Mirare, dein Buch. Was du eben gegeben hast. Wie ist es zu diesem Buch gekommen oder zu dieser Idee? Also, wie ist es zu diesen Bildern gekommen? So, jetzt habe ich eine Frage. Genau, also die Was sieht man in diesem Buch? Was ist denn das eigentlich für ein Buch? Genau. Was gibt es denn da zu sehen? Mirare ist ein Projekt gewesen, was ich über ein Jahr, glaube ich, ist das gelaufen, verfotografiert habe und es geht um die Konfrontation mit sich selbst. Und darin enthalten sind insgesamt 11 Menschen, die daran teilgenommen haben, mit sich selbst konfrontiert zu werden, im Sinne von nackt vor dem Spiegel, ohne Kommunikation, ohne Musik, ohne Ablenkung, ohne Drehbuch, ohne alles. Also es gab keine Regeln oder keine Erwartungen, sondern einfach nur, du bist für dich nackt vor dem Spiegel und wir gucken mal, was passiert. Und diese Shootings, hier kann ich ja Shooting tatsächlich sagen, weil es ja ein gesetzter Rahmen war, gingen 1 bis 1,5 Stunden.
Und eine sehr, ich sage jetzt mal, relativ oberflächliche Idee, sag ich mal, ist extremst tiefgründig geworden, weil ich festgestellt habe, dass die eigentliche Idee, sie einfach mit sich selbst zu konfrontieren, mal zu gucken, so viel tiefer ging, weil die Menschen plötzlich wieder Zeit hatten, mit sich selbst zu verbringen, ohne Ablenkung. Und dass die Nacktheit und das Anschauen am Spiegel war tatsächlich jetzt in der Zusammenfassung, im Verstehen dieses Buches eigentlich nur für, in Anführungszeichen, nur für die Bildsprache wichtig, um zu erzählen, dass sie dort mit sich alleine konfrontiert werden. Und dann dieser Prozess, der dort entstanden ist, ist im Endeffekt in dem Buch enthalten. Und das Spannende fand ich, dass ich nach dem dritten oder vierten Shooting sagen konnte, was die Menschen, welche Schritte sie durchlaufen werden. Ich konnte vorhersehen, was sie machen werden, weil es alle den gleichen Ablauf hatten. Alle komplett gleich. Die sind durch alle Emotionen, also alle Schritte durchgegangen. Und das fand ich so überwältigend, weil ich dachte so, die sind alle unterschiedlich alt, unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Geschlechter. Wieso durchlaufen die den gleichen Prozess? Aber original, gab's niemanden, der anders sich verhalten hat. Und das fand ich so krass. Und den Beweis hatte ich, dass ich das nicht nur so beobachtet und interpretiert habe, sondern dass es wirklich Tatsache war an dem Punkt, wo das Projekt für mich abgeschlossen war, ich alle Bilder entwickelt habe, dann habe ich die alle ausdrucken lassen, also Tonnen von Bildern, lagen dann damals im Haus in der zweiten Etage komplett in beiden Räumen verteilt. Und zwei Mädels, die Teil des Projektes waren, waren an zwei unterschiedlichen Tagen bei mir und waren natürlich beide neugierig. Darf ich mal oben in den Bildern gucken? Na klar, geh hoch gucken. Und die hatten beide die Situation, dass sie in diesem Bilderstapel standen, auf ein Bild zeigten und sagten, ach, guck mal, das bin doch ich. Und dann habe ich gesagt, nein, das bist du nicht. Das ist jemand anders. Also die haben sich in dem Bild wiedererkannt, weil sie genau das Gleiche durchgemacht haben. Und das war so überwältigend, dass ich dann auch gesagt habe, okay, ich möchte auf jeden Fall diesen Prozess erzählen. Es war von Anfang an klar, dass es wie ein Experiment ist, weil keiner wusste, was entstehen wird, weil keiner wusste, was passiert, wenn jemand 1 bis 1,5 Stunden vorm Spiegel verbringt. Es war klar, dass daraus ein Buch entsteht, aber das ist halt so etwas wirklich fast Tiefgründiges und auch schon fast gesellschaftskritisch, wäre zu übertrieben, aber das war auch ein Abbild von dem, was eigentlich gerade passiert, weil halt Menschen verlernt haben, mit sich selbst zu sein, keine Zeit mehr für sich haben, vielleicht Angst davor haben, das zu sein, so lange mit sich selbst zu beschäftigen, und aber das Ergebnis unterschätzen, weil alle aus diesen Shootings rausgegangen sind, haben gesagt, wow, das war eine krasse Erfahrung und die würden es auf jeden Fall noch mal wieder machen, weil sich da auch ganz, ganz viel bei denen getan hat. Und deswegen ist das auch so ein Stück weit... Was war denn so da? Ja. Nochmal? Entschuldigung, red bitte weiter. Scheiße. Sehr gut, beide rausgehauen. Nein. Ich wollte einmal dazwischen, und zwar, das war von Anfang an so nicht geplant. Also, weshalb hast du diese Shootings so ausgerichtet, wie du sie ausgerichtet hast? Hast du von Anfang an gesagt, ich gebe den Rahmen vor, ich gebe die Zeit vor? Und was war letztendlich das Ziel, die Menschen nackt vor einen Spiegel zu setzen? Jetzt erfahren wir ja, dass die Entwicklung total krass ist und man sich was daraus ziehen konnte, aber das konntest du ja anfangs noch nicht. Was war so dein Ziel, das zu starten? Also ich glaube, Ziel gab es keins, sondern es war ein Einlassen auf ein Projekt. Ich glaube, das darf man auch verstehen, dass Projekte auch im Prozess sich erst entwickeln, also auch die Richtung einnehmen. Auf jeden Fall. Weil sehr viele, wenn sie anfangen, ein Projekt zu starten, damit strugglen, dass sie ein Ziel nicht erreichen oder sich ein krasses Ziel setzen, aber unflexibel bleiben.
Und ich glaube, das darf man grundsätzlich, ja, wenn man Projekte anfängt, auch in der Fotografie, sagen, okay, ich lasse mich auch drauf ein, wenn auch mal ein Projekt stirbt, das ist in Ordnung, ich nehme das, was ich daraus lernen konnte, mit und gehe ins Nächste. Oder ich lasse mich, ja, darauf ein, eine Gabelung einzunehmen oder wie auch immer, ja, eine andere Weggabelung. Mhm. Und okay, der Beginn dieses Projektes war, ich hatte, warte mal, war das 2019, hatte ich so eine Phase, da habe ich keine Lust mehr gehabt zu fotografieren. Ich habe mich selbst gelangweilt in meinen Bildern Anfang des Jahres. Ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwie jedes Mal das Gleiche fotografiert, an einer anderen Stelle mit einer anderen Person, aber irgendwie war das immer das, also es, ich habe mich einfach tierisch gelangweilt. Und dann habe ich die Kamera weggelegt und habe gesagt, jetzt mache ich erstmal Pause. Und die Pause war ungefähr ein Dreivierteljahr. Habe ich die Kamera nicht mehr angefasst, ja, und irgendwann Ende des Jahres kam dann so der Gedanke, auch so langsam habe ich doch nochmal wieder Lust. Und dann hat sich aber keiner gefunden, der vielleicht gerade mal Lust hätte, vor die Kamera zu schauen. Ich habe gesagt, okay, was machen dann Fotografen, wenn sie niemanden haben, dann fotografieren sie sich halt selbst. Natürlich. Ja, genau. Also habe ich, genau, ja, aber ich habe tatsächlich mich auch nackt vor dem Spiegel fotografiert. So. Das war der Beginn. Und als ich die Bilder entwickelt habe, hatte ich einen Moment, wo ich nicht verstanden habe, warum, wenn ich mir die Bilder angucke, ich mich nicht erkenne auf den Bildern. Also weder ich als Person noch meine Art der Fotografie. Und das hat mich so sehr beschäftigt, ja, dass ich eine Freundin gefragt habe, ob sie denn nicht mal Lust hätte, sich nackt vor den Spiegel zu setzen und wir machen ein paar Bilder. Und dann hatte sie sich darauf spontan eingelassen und da gab es noch kein Setting, da gab es noch keine Musik, keine Gespräche und so weiter, sondern wir hatten eine lustige Zeit zusammen, sie halt nackt vorm Spiegel, wir haben ein paar schöne Bilder gemacht und am Ende sagte sie, und das war der Satz, der dann so alles aufgewirbelt hat, sie weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal so viel Zeit mit sich selbst verbracht hat. Und das war für mich ein Satz, der gedacht, okay, krass, das möchte ich mit mehreren machen. Ich möchte Leuten den Raum schenken, dass sie Zeit mit sich selber verbringen, vor dem Spiegel. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und ich habe halt Menschen gefunden, die sich darauf eingelassen haben. Und da bin ich tief, tief dankbar drum, weil die mir einfach einen unglaublichen Vertrauensvorsprung geleistet haben, weil ja niemand wusste, was passiert. Und im Laufe dieser Shootings haben sich durch Aussagen der Menschen, die mitgemacht haben, dieses Setting gebildet. Aussagen wie, Gott sei Dank lief Musik, sonst wäre das wirklich sehr schwer geworden, war für mich der Anker, okay, beim nächsten Shooting kommt die Musik weg. Weißt du, wie ich meine? Okay. Also, Ablenkung. Keine Ablenkung. Ja, klar. Keine Ablenkung. Ja. Und genau, also deswegen sage ich, also man darf sich auf einen Prozess einlassen, man darf sich auf das Projekt einlassen und man darf auch mal was anpassen, wegnehmen, hinzufügen oder keine Ahnung was. Mit dem, also man darf halt bewusst da dran gehen und beobachten, was passiert und sich vor allem auch mit dem Thema beschäftigen. Weil was ja dann entstanden ist, ist, wenn du wirklich keine Ablenkung mehr hast und es schaffst, auch als Fotograf gefühlt unsichtbar zu werden, weil das waren auch ganz viele Fragen, die ich bekommen habe, ja, keine Ablenkung, aber du warst ja da, schaff halt den Abstand am Anfang, dass sie sich in diese Situation zurechtfinden und alle haben gesagt am Ende, sie haben mich überhaupt gar nicht mehr mitbekommen und wer das Buch kennt oder die Bilder kennt, es waren auch sehr, sehr viele Bilder, wo ich nah dran war. So, und ich habe halt kein Teleobjektiv, sondern ich habe eine Festbrennweite und ich muss mich halt bewegen, ja. Also ich war dann halt auch hinter denen, neben denen oder wie auch immer es haben, die nicht mitbekommen, die waren völligst im Prozess drin gewesen. Genau. Als du dich als allererstes nackt vor dem Spiegel fotografiert hast, warst du ja durch die Kamera abgelenkt und hast du die Phasen auch durchlaufen? Nein. Mm-mm. Nein. Die du nachher festgestellt hast? Nein, nicht. Nee. Okay. Ich habe aber, weil das war die nächste Frage, die ich mal bekommen habe, also super Projekt, krass und schwer und wie auch immer, aber hast du das denn dann auch mal mit dir machen lassen, war auch mal eine Frage, die ich gestellt bekommen habe. Ich habe nicht die Art dieses Settings oder dieses Shootings gehabt, aber ich habe ja verstanden, was dieses Buch und der Prozess ja eigentlich auch erzählt. Und das ist keine Ablenkung, nur mit sich selbst zu sein und sich darauf einzulassen, was dann passiert.
Und nochmal, das Nackt vorm Spiegel war dann am Ende für mich auch erst zu verstehen wichtig, um erzählen zu können, was die Geschichte dieser Situation ist. Also bildstilistisch erzählen zu können, dass das gebraucht wurde, um genau das zu erzählen, dass sie mit sich selbst konfrontiert sind in der Stille. Und als ich das verstanden habe, habe ich gesagt, okay, natürlich möchte ich das auch erfahren, ich möchte auch in diesem Prozess nochmal durch. Und als Mirare publiziert war, habe ich mich ein paar Monate später, bin ich in ein Schweigekloster gegangen für eine Woche, genau, okay. Und habe eigentlich den Prozess etwas länger gezogen im Schweigekloster durchlebt, ohne Kamera. ja, genau. Und hast du da diese Phasen durchlaufen, die deine Ja, ich glaube in Teilen. Oder deine genau. Mitmenschen ich glaube in Teilen, ja, habe ich, ja. Ja. Kann man dein Buch noch kaufen? Es sind noch ganz wenige da. Also ich glaube, es sind nur noch 20 Exemplare da. Noch verfügbar, also die letzten 20 quasi. Und dann ist aus die Maus, Mickey Maus. Okay, da muss ich mir noch eins sichern, weil ich finde das total spannend. Meinst du, solches Projekt klappt auch ganz alleine? Hast du die Leute irgendwie vorher gebrieft? Oder war das einfach so, ja, so wird das jetzt stattfinden? Setzt euch jetzt nackt vor den Spiegel, ich trete zurück, bin erstmal nicht da. Ihr seid mit euch alleine, Abfahrt? Oder haben vorher auch Gespräche stattgefunden? Hast du sie in eine Stimmung versetzt? Wie hast du die Leute irgendwie eingestimmt, eingewiesen? Also, oder einfach über sich oder einfach sich selbst überlassen? Das Letztere, so kann man es eigentlich abkürzen. Weil hätte ich sie vorher eingewiesen und gebrieft oder in eine Stimmung versetzt, hätte ich ja Einfluss genommen auf das, was da passiert. Und das wollte ich ja nicht. Ja. Das Einzige, was sie gesagt bekommen haben, ist, wie das Setting aussieht. Also keine Musik, also wir reden nicht, es gibt keine Musik. Es gibt keine Erwartungen. Du kannst alles machen, was du möchtest. Du darfst sein, wo du bist. Du kannst mit dem Spiegel alles machen. Du kannst damit hingehen, wo du willst. Alles frei. Die einzige Voraussetzung ist, sei die meiste Zeit nackt vor diesem Spiegel. Ja. Und ich sage, wann Schluss ist. Natürlich mit dem Hinweis, wenn irgendetwas ist und du raus möchtest, sagst du bitte auch Bescheid. Ja. Ja? Das ist aber nie vorgekommen. Genau. Also sie wussten auch nicht, wie lange es geht. Also sie hatten kein Endziel, keine Endzeit. Meinst du, das Nichtwissen der Endzeit trägt zu dem Prozess erheblich bei? Ja. Boah, super spannend. Meinst du, das kriegt man mit sich alleine hin, ohne zu fotografieren? Ja, kann man. Man darf halt, und das ist eigentlich spannend, weil also ein Großteil, die mitgemacht haben, haben gesagt, sie wollen das nochmal machen. Und ich habe gesagt, mach es zu Hause alleine. Du kannst das doch. Ja. Und das finde ich das eigentlich nochmal Spannende, weil ich habe ja gerade gesagt, dass sie jederzeit hätten abbrechen können. Was aber keiner gemacht hat. Und der eine oder andere ist durch eine Phase gegangen, die war nicht ganz so einfach. Und ist trotzdem darüber hinausgegangen. Und ich glaube, das lag an eigentlich dem Setting, weil sie sich darauf eingelassen haben, auf dieses, ich nenne es jetzt mal Experiment, auf diese Situation. Und dadurch keiner, also so ein Stück weit, sie haben sich vielleicht committed mit mir, zu sagen, ich ziehe das jetzt durch. Ich möchte das für dieses Experiment mit dir, weil ich dir vertraue, möchte ich das Commitment eingehen, das durchzuziehen, egal wie schwierig es wird. Und ich glaube, sehr viele Personen haben Schwierigkeiten, mit sich selbst ein Commitment abzuschließen und zu sagen, okay, jetzt zum Beispiel Spiegel, ich setze mich vor den Spiegel und ich bleibe so lange, auch wenn es richtig kacke wird gleich, bleibe ich trotzdem hier und ich halte es aus. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele aus der Situation rausgehen, wenn es unangenehm wird. Weil sie nicht wissen, dass danach auch wieder was Angenehmes kommt. Weil sie Angst davor haben, dass sie vielleicht Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen. Weil sie Angst davor haben vielleicht. Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, was für ein Tief dann oder was für Phasen da kommen könnten. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Das ist, weißt du, also es muss ja auch nichts Schlimmes sein. Ich glaube, dass viele auch überschätzen oder übertreiben, sage ich jetzt mal, in der Vorstellung, dass dann plötzlich alle ihre
keine Ahnung was, Kindheitstraumata da hoch erleben oder weiß ich nicht was. Auf keinen Fall, ja. Hm. Also ich meine, es kann passieren und das ist super wichtig, das zu wissen. Also für jeden, der irgendwann mal sagt, okay, ich möchte jetzt ein Projekt starten, wo es auch ein bisschen also um Emotionen geht oder um Tiefe, dann werde dir bewusst, dass du eine verdammte Verantwortung trägst, was da passiert. Du musst in der Lage sein, die Menschen da auch wieder rauszuholen. Guter Punkt. Also wenn du wirklich, also man beobachtet das ja manchmal, wir wollen emotionale Bilder, die Leute sollen weinen davor. Mhm. Ja, aber wie kriegst du sie denn da hin? So, das ist das Erste. Und das Zweite, kriegst du sie da auch wieder raus? Und das ist super, super wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, wenn man sowas eingeht, dass man auch selbst in der Lage, dass man in der Lage dazu ist, so viel Verantwortung zu übernehmen, die Menschen da auch wieder rauszuholen, egal was da passiert. Zu sehen und zu beobachten, es kippt gerade, ich muss jetzt abbrechen. Also es kam nicht vor bei Mirare, aber es hätte ja sein können, sich dessen bewusst zu werden, dass man jederzeit so in der Lage ist, zu beobachten und auch, wenn es dann für dein Projekt nicht funktioniert, aber den Menschen zu schützen, der da einfach gerade in dieser Situation hängt, da hast du die Verantwortung für, das zu sehen und dann auch abzubrechen. Sehr guter Punkt. Ja, und das ist super, super wichtig. Also auch im Kleinen, es muss ja kein großes Projekt sein, aber werde dir der Verantwortung bewusst, dass du, wenn du Räume öffnest, was du ja tust in einer Begegnung, was du tust, wenn du dann fotografierst, dass du eine Verantwortung hast in dem Moment. Und du kannst auch, es muss nichts Emotionales sein, sondern du kannst ja auch einen blöden Kommentar da lassen, was das Gegenüber pieksen kann, was ihn triggern kann, das Gegenüber, weil es eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Ich weiß nicht, unbewusst fotografieren, sagen, boah, das sieht aber scheiße aus, zum Beispiel. Du meinst aber das Licht, aber das Gegenüber fühlt sich angesprochen und denkt so, und schon wieder kann mich jemand nicht ausstehen wegen meiner schiefen Nase oder weiß ich nicht was, ja? Also man darf sich da richtig bewusst werden, wie man kommuniziert auch in der Begegnung oder wie man die Räume quasi aufmacht, ja? Wie bin ich denn jetzt da schon wieder hingekommen, sag mal? Ja, ist es egal, aber das ist, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Man hat, man trägt eine Verantwortung für die Menschen, die man berührt in solchen Projekten. Natürlich. Krass. Ja. Aber das ist so, man schwebt so im Gedanken mit, was du so erzählst und dann hast du den Satz zu Ende und man schwebt noch so und dann denkt man so, du musst ja weiterreden. Gut. Ich meine, man wäre noch gerne in den Gedanken weiter versunken. Krass. In Kommunikation darf auch Pausen herrschen, gell? Also es darf auch mal Stille sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist natürlich in dem Podcast besonders gut. Naja, ich meine, die Zuhörer dürfen ja auch erstmal verarbeiten. Wenn erstmal 2 Minuten gar nichts passiert. Wir machen mal gerade kurz eine Schweigeminute, damit wir da alles sacken lassen können. Genau. Damit wir uns alle wieder fangen können. Ja, genau. Nee, super, super schönes Projekt. Also, ich hätte gerne ein Buch. Eins darfst du mir gerne zur Seite legen. Super, super gern. Hast du in Zukunft mehr Projekte in diese Richtung vor? Oh, oder so schwebt dir schon wieder eins vor Augen? Ich habe so viele Ideen. Ja, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Ja, sehr, sehr viele Ideen. Man setzt ja nicht alle um, aber hast du eine prägnante, über die du schon reden möchtest? Oder sagst du, nee, das ist noch nicht spruchreif? Gibt schon ich glaube, es ist tatsächlich noch nicht so ganz spruchreif. Also es schwirrt sehr, sehr viel in meinem Kopf. Es ist sehr viel niedergeschrieben. Aber so ganz spruchreif, so dass ich schon aktiv in der Umsetzung bin und dann darüber sprechen könnte, kann ich noch nicht drüber sprechen. Nee, leider nicht. Ich würde es gerne, aber... Schreibst du deine Ideen auf? Ja, unbedingt. Mich gibt's nicht ohne Notizbuch. Ja? Also das empfehle ich auch jedem, ja. Weil manchmal kommen ja wirklich Gedanken an den kuriosesten Orten oder Situationen. Ich meine, man braucht kein Notizbuch. Mittlerweile kannst du dir ja eine Note im Handy machen oder so. Aber schreib das unbedingt auf, wenn du einen tollen Satz siehst, wenn du in einer, auch einer Begegnung, in einer Kommunikation mit jemand anderen einen Satz hast, wo du sagst so, okay, krass, den muss ich mir mal gerade aufschreiben. Schreib dir alles auf. Alles, alles, alles. Weil aus diesem einen kleinen Satz kann halt auch ein ganzes Projekt entstehen, ja. Ja. Also das ist super, super wichtig, sich das aufzunehmen. Gerade für kreativ Schaffende, ja? Also gerade, wenn du kreativ unterwegs bist,
dann kann jedes kleine Detail, was du aufschnappst und wo du hängen bleibst, weil es dich interessiert oder weil es dich beschäftigt, etwas werden, woraus was entstehen kann. Hast du denn so ein schönes Notizbuch oder schreibst du ins Handy? Ich habe ein Notizbuch. Hast du so ein schönes, so richtig schönes Notizbuch oder ist dir egal, Hauptsache ein Blog? Ich habe ein schönes Notizbuch. Du das dann rein, deine Ideen? Ja, ja. Nee, ja, ja. Ich hab auch, meine Frau hat mir ein ganz schönes, so ein Kalender mit so einem Notizbuch drin und dann so einem Ledereinband. Schön. Ich glaube, das ist Kunstleder, spielt aber gar keine Rolle. Es ist so dunkelbraun und das gefällt mir sehr. Und da schreibe ich tatsächlich auch so ein paar Sachen rein. Leider nicht alles, das sollte ich mir mal angewöhnen, was, so wie du gerade gesagt hast, alles, was einen irgendwie berührt, was interessant ist, was einen irgendwie zum Nachdenken gibt, da mal reinzuschreiben, um daraus vielleicht irgendwas Neues zu total schaffen. Ne? Vielleicht sollte ich mir das tatsächlich mal unbedingt angewöhnen. Also manchmal hast du ja auch so einen Geistesblitz, ne? Oder einfach irgendwie nur so ein Wort, was plötzlich reinkommt. Und dann einfach mal aufschreiben. Also es muss gar keinen Sinn ergeben am Anfang. Aber Hauptsache, es ist mal notiert und vielleicht irgendwann später blätterst du halt mal durch und denkst so, ah, okay, das ist das eine Wort, was ich vielleicht jetzt gerade noch gesucht habe. Also wenn ich überlege, bei Anders Petersen, da habe ich ja nur gekrickelt, ja. Also das, ich meine, klar, in so einer Konstellation ist das gefühlt für jeden normal, da was mit aufzuschreiben, aber das schaffst du ja auch. Beziehungsweise, was viele unterschätzen, ist halt in den alltäglichen Begegnungen. Weißt du, es kann mit deiner Frau sein, das kann mit deinem Kind sein, ja, was einen Satz da lässt oder ein Wort oder wo denkst du, hä, wie passt das denn jetzt? Aber wenn du das Gefühl hast, kurz so innezuhalten und sagen, hä, was war das jetzt? Oder hä, finde ich interessant oder hä, das triggert mich gerade, schreib's doch mal auf. Yeah. Also wenn du das Gefühl hast, du hast so einen kurzen Moment des Innehaltens, dann ist es interessant für dich. Ja. Okay, ich mach das. Ich schreibe sehr das gut. Auf. Richtig gut. Ich mach das. Nee, ernsthaft. Das ist jetzt ein guter Denkanstoß. Ich finde, du kannst das halt also bewusst aufzuschreiben, genau, was einen. Ich finde, du kannst halt super viel lernen aus so einfachen Begegnungen. Ne? Also mal weg von der Kamera, auch wenn du so unterwegs bist oder an der Kasse mit der Verkäuferin oder weiß ich nicht was. Wenn man sich bewusst wird, dass man in jeder Begegnung ja eine Situation und Möglichkeit hat, wo man selber etwas rausnehmen kann, woran man sich weiterentwickelt, wachsen kann, oder aber andersrum, dem anderen etwas dazulassen, woran er oder sie halt wachsen und sich entwickeln kann. Ich finde, das ist die schönste Form, wenn man das bewusst hat in seinem Kopf, in Kontakt zu gehen, weil es ist immer ein Geschenk, entweder für den anderen oder halt für dich selbst. Und dann machen Begegnungen auch Spaß. Okay, das ist ein ziemlich geiler Schlusssatz. Franziska, ich würde das gerne so stehen lassen. Sehr gerne. Bist du aber selbstverständlich. Sehr gut. Ich danke dir. Von Herzen für dieses Gespräch und für diesen Einblick in deine Arbeit. Ich bin auf das Buch gespannt. Eins wirst du mir bitte weglegen. Selbstverständlich. Ist in Gedanken schon längst unterwegs zu dir. Sehr gut. Nein, dann vielen lieben Dank, dass du da warst und für das super nette Gespräch. Ich danke dir, Tom, für deine Zeit, für deine Einladung. Das habe ich dir ja auch am Anfang unseres Gespräches noch im Vorgespräch gesagt, dass ich das super, super wertschätze und es wirklich zu schätzen weiß, dass du mich auch eingeladen hast, weil es ist dein Podcast, deine Plattform und du suchst die Menschen aus und das ist das größte Kompliment, was du einem geben kannst, wenn du Menschen in deinen Podcast einlädst und die Fläche bietest, ein bisschen über die Arbeit, über die Person oder was auch immer erzählen zu können. Und da danke ich dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit und für deinen Raum, den ich betreten durfte.